Hallo, ich bin Volker Rathmer von der Rauch-Landmaschinenfabrik und wir erklären euch einige Dinge zum Thema Effizienz steigern und Verluste vermeiden beim Mineraldüngen. Wir sind heute unterwegs mit einem Axis-Düngerstreuer, mit einem Axis-Hahn. Und ein großes Thema bei der Mineraldüngung, um die Effizienz zu steigern, ist, Teilflächen genau zu düngen. Das heißt, es gibt hauptsächlich zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe einen Pflanzensensor, einen Stickstoffsensor dran, oder, so wie wir es jetzt hier machen, ich arbeite mit einer Applikationskarte, die ich zum Beispiel über eine Satellitenkarte, über das Next Machine Management bekomme. Wir haben diese Applikationskarte hier schon reingeladen. Wir haben sie über Next Machine Management ja erstellt, über den Agri-Router geschickt, haben sie jetzt hier reingeladen. Ich bin jetzt schon ein bisschen gefahren und man sieht die verschiedenen Farben für die verschiedenen Klassen. Und der Düngerstreuer bei der Axis hat die Möglichkeit, auch mit zwei Mengen zu arbeiten. Er hat ja zwei Schieber, rechts einen, einen links. Und wenn wir jetzt irgendwo hinkommen, wo ich zum Beispiel hier an der Grenze bin von so zwei Klassen, dann kann es sein, dass er rechts mit dem Schieber eine andere Menge streut als links, weil zum Beispiel von der Applikationskarte her das so gewünscht ist. Und das ist auch, fördert nochmal die Genauigkeit, damit ich das wirklich auch so effizient steigern kann. So, ich fahre mal los. Dann sieht man jetzt hier oben diese 140, 100. Hat er jetzt zwei verschiedene Mengen schon drinnen und wenn er jetzt in die Klasse wechselt, also wenn ich jetzt hier in ein anderes Segment komme, dann ändert sich das auch. Jetzt sieht man 140, 120 und jetzt bin ich in der grauen Zone, wo gar nichts gestreut werden soll und jetzt bin ich auch im Vorgewende, wo ich dann entsprechend auch fertig bin. So, und das ist auch das Tolle bei dem teilflächengenau Düngen, dass wir das Ertragspotenzial von der Fläche viel besser ausnutzen können. Und es gibt Untersuchungen, die sagen, bei gleichbleibender Düngung, dass man mit teilflächengenauer Ausbringung 5% mehr Ertrag hat. Und was wollen wir denn? Wir wollen wegen den teuren Düngerpreisen Dünger sparen, wir wollen die Umwelt entlasten, wir wollen unsere Düngebilanz sauber halten. Und das können wir natürlich mit dem teilflächengenauen Düngen nochmal richtig machen. Und wir bieten euch die Technik, um das entsprechend umzusetzen. Also, vielen Dank und tschüss.